Heute dreht sich alles um Monitorboxen. Ich zeige dir, welche wir hier im Studio benutzen. Dann schauen wir, welche Monitorboxen könnten zu dir und deinem Home-Recording-Studio passen. Und im dritten Teil zeige ich dir, wie du eigentlich richtig abmischst mit solchen Boxen. Viel Spaß! Ich fange mal an mit den Boxen, die wir hier im Studio benutzen, weil mir jetzt doch immer wieder welche anschreiben. Kannst du dir nicht mal zeigen, was benutzt ihr da, was für Boxen sind das und wie benutzt ihr die? Die erste, die du hier rechts hinter mir siehst, das ist eine von dem Paar, das wir haben, von den Neumann KH310. Das sind Boxen, ich glaube 8 Zoll Boxen, die haben dieses Drei-Wege-System, Tieftöner, Mitteltöner, Hochtöner und haben eine präzise Basswiedergabe bis ca. 30 Hertz. Und ich muss sagen, das sind tatsächlich die besten Monitorboxen, auf denen ich je gemischt habe. Und nein, ich bekomme kein Geld von Neumann. Also, die haben eine wahnsinnig neutrale Wiedergabe, ohne dass irgendwie was fehlt im Bassbereich, im Low-End oder auch im High-End. Super saubere, präzise Wiedergabe. Ich habe mich schon beim ersten Mix mit denen tierisch wohlgefühlt. Es ist so, du musst Boxen, also Monitorboxen auch immer so ein bisschen kennenlernen, mal so ein paar Wochen oder ein paar Tage, je nachdem, bis du dich so ein bisschen eingehört hast, wie passen die auch zu deinem Raum und wie ist insgesamt die Wiedergabe bei denen und musst in verschiedenen Lautstärken hören und so weiter. Aber ich habe mich mit diesen Boxen seit dem ersten Mix tatsächlich super wohlgefühlt. Also die sind wirklich richtig gut, sind mit einem Preis von 2000 Euro pro Stück. Jetzt vielleicht nicht unbedingt für jeden Home-Recorder erschwinglich, aber im professionellen Bereich auf jeden Fall mit meiner Meinung nach mit das Beste, was auf dem Markt ist. Sound and Recording hat das getestet und die haben auch geschrieben, vom Frequenzgang her ist das mit das Beste, was sie im Labor gemessen haben. Und die sprechen auch von fast erschreckender Perfektion. Und ich denke auch, das trifft es recht gut. Also mit diesen Monitorboxen zu arbeiten, ist einfach ein absoluter Traum. Und ich wollte jetzt auch nicht mehr unbedingt tauschen wollen. Dann gehen wir mal weiter zu diesen kleineren hier. Das sind die Auratone. Das ist eine Kultbox eigentlich, die schon seit den 60ern hergestellt wird. Mit einem sehr, sehr edlen Design. Und was ich ein bisschen seltsam finde, in manchen Foren wird behauptet, dass diese Boxen ein Küchenradio simulieren sollen, was natürlich eine extreme Beleidigung für diese Boxen ist, weil sie absolut nicht dafür da sind. Die haben einen Frequenzbereich von 75 Hertz bis so 15.000 Hertz. Und ich würde die eher als Alternativboxen bezeichnen. Also jetzt nicht unbedingt als Hauptboxen sind sie nicht wirklich zu verwenden, würde ich sagen. Ich würde sie als Alternativboxen bezeichnen, um Fehler aufzudecken, um Mixfehler aufzudecken. Eignen sie sich einfach sehr, sehr gut. Und wenn du zum Beispiel jetzt bei den großen Boxen zu sehr im Low-End und im High-End, im luftigen High-End komplett durchdrehst, und schaltest dann um auf die Auratone, dann holen die dich ultraschnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und zeigen dir, wo der Hammer hängt und dass du da in den Mitten irgendwie nicht sauber aufgepasst hast mit deinen Frequenzen, dass sich zum Beispiel irgendwelche Instrumente maskieren oder so weiter. Ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Boxen unbedingt gut klingen, wenn man das überhaupt so sagen darf, aber sie sind einfach sehr, sehr aussagekräftig, speziell im Mittenbereich. Sie zeigen dir, wo es lang geht, was für Fehler du da noch hast. Richtige Arbeitstiere eben und einfach auch Kult, die ihren Dienst zuverlässig seit Jahrzehnten schon in Tonstudios tun. Zu guter Letzt hier noch eine kleine GBL-Box, die Go-To, oder heißt die Go-To. Das ist jetzt die Radio-Klitsche. Mit so einer kleinen Mono-Quelle kannst du tatsächlich hier jetzt dein Küchenradio simulieren. Wie klingt es auf einer Mono-Quelle? Wie klingt es, wenn praktisch kein Bassbereich da ist? Hörst du da überhaupt noch was und klingt dein Mix auch auf so einer kleinen Abhörquelle gut? Das sind also die drei Abhörquellen, über die ich meine Mixe mache. Und zusammen mit den unterschiedlichen Lautstärken, zu denen ich nachher noch komme, ist das natürlich für mich, oder finde ich, das ist die beste Möglichkeit. Du musst noch bedenken, wenn du dir zwei Boxenpaare holst, ja, falls du dir das finanziell leisten kannst. Ich glaube, die kosten jetzt auch 700 Euro, 600 Euro, sowas, die Auratone. Dann musst du auch darauf achten, dass du ein Interface hast, wo du umschalten kannst. Wir machen das hier im Studio mit dem Big Knob. Du musst ja schnell dazwischen hin und her schalten können.
Also passendes Audio-Interface, weil du kannst ja nicht dann immer unter den Regietisch kriechen und hin und her stöpseln. Das würde nicht viel Sinn ergeben. Die Boxen, die hier stehen, die sind kaputt. Das sind nur so Stützen für die Auratone. Und wir haben dann hier noch die KRK 9000. Die kannst du jetzt hier nicht richtig sehen. Die blende ich dir vielleicht nochmal ein. Die habe ich noch nicht angetestet, aber auf diesen Boxen hat Bob Clear Mountain, mein absoluter Lieblingsmischer, jahrelang gemischt. Das sind passive Boxen, brauchst also eine Endstufe, um die zu betreiben. Vielleicht mache ich für die auch noch einen Test und schau mal, wie die sich so verhalten. Jetzt weißt du, mit welchen Boxen wir hier im Studio abmischen, und jetzt möchte ich mal dazu kommen, welche Monitore eigentlich zu dir passen könnten. Und da habe ich auch einige Fragen dazu gekriegt, und ich möchte als erstes mal vielleicht auf die wichtigste eingehen, und das ist die Größe der Monitorboxen. Ja? Ist es sinnvoll, eine 10-Zoll-Box in ein 12-Quadratmeter-Zimmer zu stellen? Für diese Frage gibt es leider keine allgemeingültige Antwort. Es gibt grobe Anhaltspunkte von verschiedenen Firmen, ab welcher Quadratmetergröße deines Raumes welche Box Sinn macht, aber das sind nur grobe Anhaltspunkte, und so hundertprozentig genau kann man das nicht bestimmen. Und das hängt vor allem an zwei Sachen. Also welche Boxengröße du dir leisten kannst, hängt vor allem an zwei Sachen. Und das ist zum einen mal der Raumklang. Wenn du jetzt in einem 24-Quadratmeter-Raum abmischen möchtest, der mit Fliesen versehen ist, dann empfehle ich dir überhaupt keine Boxen, sondern ein paar Kopfhörer, um überhaupt einen ordentlichen Mix hinzubekommen. Aber ich gehe mal davon aus, das weiß jeder, ein Abhörraum, ein Regieraum sollte akustisch optimiert sein. Jetzt ist es aber trotzdem so, auch wenn ein Raum akustisch optimiert ist, hat er trotzdem einen bestimmten Eigenklang. Es kommt darauf an, welches Baumaterial ist es, wie viele Fenster sind drin und so weiter. Also jeder Raum, auch jeder akustisch optimierte Raum, klingt anders. Das ist also ein wichtiger Punkt, dein Raumklang. Der zweite sehr wichtige Punkt ist die Raumgröße. Die bestimmt nämlich, wie viel Platz du hast. Es ist so, dass die meisten Hersteller von so Monitorboxen empfehlen, dass du so zwischen 80 cm und teilweise sogar bis zu 2 Meter die Boxen von der, oder die Wand sollte bis zu 2 Meter, zwischen 80 cm und 2 Metern von der Rückseite der Box entfernt sein, weil sonst gerade der Bassbereich nicht ordentlich wiedergegeben werden kann. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie weit du von den Boxen entfernt sitzt. Jetzt ist es so, und das weiß ich, dass bei den meisten Home-Studios diese 80 cm von der Wand entfernt schon eine Herausforderung sind, weil viele Home-Recording-Studios einfach sehr klein ist und weil auch ein Haufen anderer Kram drinsteht, wie zum Beispiel eine Gesangsbox oder ein Schlagzeug oder was weiß ich. Also hier kann es schon eine Herausforderung werden, und die meisten Home-Recording-Räume, die sind einfach sehr klein. Das ist das Erste, was du mal beachten sollst. Das Zweite, was wichtig ist, ist, dass ich mir niemals eine Box oder Monitorboxen einfach so aus dem Internet bestellen würde, die ich vorher noch nie angehört habe, wo ich nur 2-3 YouTube-Videos oder 2-3 Tests durchgelesen habe vorher. Das kann so ein bisschen so ein Anhaltspunkt sein, welche Box dir gefallen könnte. Aber wenn du wirklich entscheidest, okay, ich kaufe jetzt ein paar Monitorboxen, dann führt meiner Ansicht nach kein Weg dran vorbei. Du musst in ein Fachgeschäft gehen und musst dir diese Boxen anhören. Und es gibt große Fachgeschäfte, mehrere in Deutschland, wo du praktisch Boxen miteinander vergleichen kannst. Die sind da alle aufgebaut. Du kannst deine Musik reinlegen und kannst dann diese Boxen gegeneinander vergleichen, welche dir am besten gefallen. Und da gibt es einen entscheidenden, wenn ich so nennen darf, Fehler. Das habe ich selbst schon oft gehört, wenn ich daneben gestanden bin, den die Leute machen, und das ist, sie bringen einfach Musik mit von ihrer Lieblingsband, machen die rein, vergleichen die Boxen, drehen die auf und feiern dann zu dieser Musik ab. Das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz, denn so eine Box ist nicht dafür gedacht, um Party zu machen und um deine Lieblingsmusik optimal zu hören und dazu zu feiern, sondern solche Boxen sind dafür gedacht, Fehler zu erkennen. Deswegen rate ich dir, wenn du also in so ein Fachgeschäft gehst, nimm einen Mix von dir mit oder 2-3 Mixe, die nicht fertig sind, ja, und die einfach noch nicht optimal klingen. Denn nur so kannst du rausfinden, welche Monitorboxen dir gnadenlos deine Fehler zeigen. In vielen Fällen wird es so sein, dass du dich für kleinere Boxen entscheiden musst, weil, wie vorher erwähnt, dass dein Raum einfach zu klein ist und du hast nicht so einen riesigen Raum.
Und bei sowas gibt es jetzt Zwischenlösungen. Meistens geben so kleinere Boxen dann einfach den Bassbereich nicht mehr präzise wieder, weil die einfach nicht runtergehen bis 20, 30 Hertz. Dann musst du dir überlegen, okay, kann ich mir noch einen Subwoofer leisten? Oder was auch viele machen, ist einfach, dass sie den Bassbereich mit dem Kopfhörer mischen, mit dem Kopfhörer und Analyzer-Tools zu Hilfe nehmen. Das ist so eine Version, die viele Home-Studios benutzen. Das jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen zur Kaufberatung. Und jetzt noch zum dritten Punkt von diesem Video, und zwar, wie hörst du richtig mit Monitorboxen ab? Wie hört man richtig ab? Immer volle Lautstärke oder wie funktioniert das richtig? Es ist so, was man als erstes wissen muss, ist, dass deine Ohren nehmen nicht in jeder Lautstärke jeden Frequenzbereich gleich wahr. Das heißt, was wirklich wichtig ist, ist, dass du in unterschiedlichen Lautstärken abhörst. Und jetzt ist die Frage, in welchen Lautstärken du abhören solltest. Ich finde, dass am besten sich drei Lautstärken eignen, weil du in diesen drei Lautstärken bestimmte oder spezifische Aspekte deines Mixes am besten abhören kannst. Lautstärke Nummer 1 ist sehr, sehr laut. Also du drehst die Boxen richtig auf oder machst sie einfach sehr laut, und in dieser Lautstärke konzentrierst du dich hauptsächlich auf den Low-End-Bereich. Also wie arbeiten Bass und Bassdrum zusammen? Klingt da irgendwas mumpfig? Ist es vielleicht insgesamt zu krass, der Bassbereich, dass er alles andere überdeckt, was sonst doch im Mix los ist? Und sind Bass und Bassdrum, ist das ein gutes Team? Sind die gut separiert miteinander? Also das Low-End am besten in eher höherer Lautstärke testen. Dann eine mittlere Lautstärke, eine moderate Lautstärke. Damit meine ich, dass du dich nebenher noch unterhalten kannst, aber vielleicht deine Stimme schon ein bisschen anheben muss. Man könnte es auch Raumlautstärke nennen, vielleicht ein bisschen lauter noch. Bei so einer moderaten Lautstärke kannst du hauptsächlich gut raushören, wie denn die einzelnen Elemente im Stereofeld verteilt sind. Also passt da alles links und rechts, oder auch die Frequenzbereiche kannst du hier gut hören. Spielt die Gitarre die gleiche Melodie wie das Piano und sind die dann optimal im Stereofeld verteilt? Du kannst in dieser moderaten Lautstärke die Balance der einzelnen Instrumente sehr gut einschätzen. Ist irgendwas zu leise, ist irgendwas zu laut und sticht zu extrem durch den Mix? Und das Dritte, was du in dieser Lautstärke gut hören kannst, sind die Effekte, also zum Beispiel vor allem Hall. Ja? In der moderaten Lautstärke kannst du darauf achten, wie ist das, wenn du viel Hall zum Beispiel auf den Sänger hast oder auf die Sängerin. Ist das ein bisschen zu krass? Säuft die hinten ab? Hat meine Gitarre zu viel Hall? Sind die Delays vielleicht zu präsent? Ist das zu krass, sodass sie irgendwelche andere Songparts überdecken? Solche Sachen kannst du sehr, sehr gut in der moderaten Lautstärke hören. Und dann kommen wir zur dritten Lautstärke, und das ist sehr, sehr leise. Mit sehr, sehr leise meine ich, dass du so leise abhörst, dass wenn du dich nebenher unterhältst, dass du den Mix dann nicht mehr richtig hören kannst. Ja? Dass du wirklich leise sein musst, dass keine Nebengeräusche sein dürfen, um den Mix ordentlich zu hören. In dieser Lautstärke konzentrierst du dich auf Bassdrum, auf Snare Drum und auf den Gesang. Bassdrum, Snare Drum, ich rede jetzt von einer, sag ich mal, normalen Pop-Rock-Produktion, vielleicht nicht von einer Jazz-Produktion, ja? Also typische Pop-Rock-Produktion, mit Schlagzeug dabei ist, egal ob es jetzt elektronisch ist oder akustisch. Hörst du die Bassdrum gut, auch in einer sehr leisen Lautstärke, kommt die Snare Drum sauber durch den Mix durch, sodass der Song, dass du den Groove des Songs gut fühlen kannst, auch bei einer leisen Lautstärke, und sitzt der Gesang schön weit vorne im Mix. Ich weiß, schön weit vorne im Mix ist jetzt sehr, sehr weit auslegbar, aber der Gesang sollte sauber vorne im Mix sitzen, und du solltest auch auf die Sprachverständlichkeit achten. Das heißt, höre ich wirklich jedes Wort oder werden vielleicht einzelne Wörter verschluckt? Dann solltest du mal gucken, ob du nach der Dynamik schauen solltest. Vielleicht ist es nicht richtig komprimiert. Oder ist es so, dass vielleicht ein Instrument doch etwas zu laut ist oder ein Element im Mix und einzelne Wörter maskiert von der Sängerin, dass du die Worte nicht mehr richtig verstehen kannst? Das waren die drei Lautstärken, und jetzt würde mich natürlich zum Schluss noch interessieren, welche Monitorboxen benutzt du eigentlich, oder hast du bestimmte im Auge? Und wenn du schon Lieblingsmonitorboxen hast, dann würde mich interessieren, welche das sind, und ich würde mich freuen, wenn du mir das unten in die Kommentare schreibst, denn das ist ja immer ein sehr, sehr spannendes Thema. Ansonsten freue ich mich natürlich riesig, wenn dir dieses Video gefallen hat, du mir einen Daumen nach oben gibst oder im besten Fall ein neuer Abonnent wirst, falls du es noch nicht bist.
Ich freue mich, hat riesen Spaß gemacht. Hier Monitorboxen ist ein tolles Thema. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.